Ich habe für euch wieder einen kleinen Schminkvlog aufgenommen und falls du Bock hast, mir ein bisschen zuzuhören, ein bisschen zuzuschauen, würde ich einfach sagen, legen wir los nach dem Intro. Hallo, hallo, hallo. Ich werde heute mal wieder einen kleinen Schminkvlog aufnehmen. Ich habe mich jetzt übrigens entschieden, mal wieder eine Dose Trockenshampoo zu kaufen, weil ich meinen Pony rauswachsen lasse. Hängt er mir natürlich mega ins Gesicht und ich bin jemand, ich habe eine leicht fettige Haut. Das heißt leicht, da geht schon, manchmal geht es schon richtig. Also ich habe die schon gut unter Kontrolle. Nichtsdestotrotz machten ja immer diesen und versucht, den Pony so ein bisschen aus dem Gesicht zu bekommen. So kann ich es natürlich nicht machen. Sieht man. Steht mir nicht. Weil ich eine hohe Stirn habe. Also ich brauche schon einen Pony. Und dieses Trockenshampoo aus der Dose, habe ich einfach gemerkt, ist besser im Pony. Weil man hat dann doch so ein bisschen so Verfärbungen im Haaransatz. Finde ich halt nicht so schön. Und deswegen eben mal wieder eine Dose Trockenshampoo. Also ich wusste ja damals auch noch nicht, dass ich mir mein Pony rauswachsen lasse, als ich gesagt habe, nie wieder Trockenshampoo. Aber das verbrauchst du auch, wenn du es für einen Pony brauchst, so wenig. Das hier ist übrigens Aloe Vera Konzentrat. Ich hatte es mir zwar heute Morgen schon aufs Gesicht gemacht, aber durch das, dass ich jetzt das Alverde Mineral Make-up auftrage, braucht man ja eine Grundlage, wo es dann drauf kleben kann. Ich habe wieder nichts auf meiner Hose liegen, typisch, weil das ist schon immer so eine kleine Sauerei. Und ich bin gerade so ein bisschen dabei, meine Kosmetik zu erneuern. Ich brauche jetzt als nächstes einen Kajal und einen Eyeliner. Der Eyeliner ist auch schon wieder relativ alt. Und ein Augenbrauengel. Jemand von euch hat mich darauf hingewiesen, dass mein Augengel Mikroplastik enthalten hat. Ich habe das echt übersehen. Ich habe das sowas von übersehen. So dumm, hä? Da merkt man auch, jeder macht Fehler, ne? Also auch ich. Aber es ist okay, wenn man Fehler macht. Das Mineral-Make-up von Alverde, das gibt's nicht mehr. War eh blöd, dass sie da nur, ich glaube, zwei Nuancen gab es da. Und die Nuance, die ist eigentlich ein Ticken zu gelb für mich. Aber passt schon. Ich habe heute mega Magenknurren. Ich habe ja zwei Kanäle. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Und auf dem zweiten Kanal habe ich von YouTube, obwohl das halt echt ein mega kleiner Kanal ist, die Kanalmitgliedschaft bekommen. Ich bin immer noch baff diesbezüglich und sage herzlichen Dank bezüglich des Vertrauens. YouTube macht sowas nie umsonst, weil die machen sowas nicht umsonst. Sie wollen halt gucken, wie sich diese Kanalmitgliedschaft auf die kleineren Kanäle ausübt. YouTube verdient ja an der Sache mit. Das ist ein 70-30 Verhältnis, also ich krieg 70%, 30% kriegt YouTube. Ist okay, ist okay. Und es wird ja nie so sein, dass du einen kompletten Kanal nur für Kanalmitglieder machst. Das mal davon abgesehen. Ein bisschen geht noch. Ich habe halt in der Vergangenheit sehr viel mit Leuten zu tun gehabt, die
halt auf meinen Videos richtig heftig rumgehatet haben. Also ich habe schon früher einen Vlog-Kanal gehabt. Das ist jetzt kein Vlog-Kanal, versteht's nicht falsch. Er heißt minimalistisch intuitiv vegan, aber die Vlogs haben da halt echt auch noch eine Rolle gespielt. Ich habe ab und zu mal so Vlog-Projekte gemacht und die liefen auch immer so einigermaßen gut. Kommt halt immer drauf an, wann du die Vlog-Projekte machst. Wenn du das zu Jahreszeiten machst, wie jetzt Weihnachten oder so, dann darfst du halt nicht davon ausgehen, dass das so unheimlich gut läuft, weil da gibt es eine Masse an Videos. Und ja, also das wurde immer häufiger ausgenutzt. Und oh, ich brauche ganz dringend eine Brille. Ich werde mir im September eine Brille machen lassen. Costa Quanta, ich werde sie euch hier vorstellen. Costa Quanta um die 500 Euro. Natürlich Kleinsicht, natürlich gleich das Teure. Ich habe schon eine Lesebrille. Aber die ist nicht so ganz perfekt. Und eine für die Weite habe ich auch. Jetzt das mit der Weite, habe ich das Gefühl, das ist nicht schlimmer geworden. Das passt schon so. Aber lesen kann ich halt vieles nicht mehr, wenn es ganz klein gedrückt ist. Hängt natürlich immer so vom Hintergrund ab. Das hier könnte ich jetzt noch lesen. Auf dem Hintergrund schwarz-weiß ist in Ordnung, aber es gibt halt auch vieles, das halt einfach so klein geschrieben ist, wo du dir dann denkst, so Scheiße im Laden, ne? Also ich sehe es nicht mehr. Oh, ich habe mir einen Pinsel extra hingestellt und habe ihn nicht benutzt. Ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall brauche ich eine Brille und die Gläser und alles, Tritra. Trulala wird so 250 Euro kosten. Da gibt es so ein Angebot und dann möchte ich natürlich auch nicht irgendeine Scheißbrille haben, sondern wenn ich die Brille die ganze Zeit auf der Nase habe, muss sie auch dementsprechend schön aussehen. Da bin ich so frei und so arrogant und sag, da gebe ich dann ein bisschen Geld aus, was für mich halt auch ein Modeaccessoire ist. Ich weiß noch nicht, was ich da verwenden werde. Ich werde mal am Freitag, von mir aus gesehen morgen, mal in die Stadt gucken und ein paar Brillen probieren einfach. Mal um so ein kleines Gefühl dafür zu kriegen, weil ich habe schon länger keine Brillen mehr ausprobiert. Ich mag einfach nicht, wie das Make-up oxidiert. Naja, auf jeden Fall ist es ja so auf meinem Zweitkanal, jetzt bin ich komplett abgeschwiffen, auf meinem Zweitkanal mache ich halt jetzt Mitgliedervlogs. Das bedeutet, die Mitgliedervlogs können nur die sehen, die auch eben diese Kanalmitgliedschaft 3 gewählt haben. Es ist alles noch sehr beta zu dem Zeitpunkt, was ich immer total bescheuert finde, weil ich kann das unter einer Funktion auf meiner, auf meinem Community-Tab Was mache ich hier eigentlich? Bin ich eigentlich blöd? Ich kann das auf meinem Community-Tab veröffentlichen. Das war jetzt auch zu früh. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Ich habe gestern auch schon so einen Tag, wo ich wo ich zwei Sachen auf einmal gemacht habe und die zweite Sache war dann falsch. Ich habe hier so ein neues Produkt von Benecos. Es gibt es schon eine Weile, aber mein Stift war einfach zu alt. Werde scharf. Scharf gibt es heute nicht. Auf jeden Fall sind das so Corrector. Und ich hatte ja diesen orangenen Stift, aber der hat schon angefangen zu stinken. Und dann sollst du Sachen nicht mehr aufs Gesicht packen. Ah, gibt gut Farbe ab. Also, ich glaube, der ist gar nicht mal so übel.
Er ist, glaube ich, aber ein Ticken zu neutral. Vielleicht mache ich das Ganze noch ein bisschen rum. Also grün und lila brauche ich jetzt nicht so wirklich. Oder? Mal lila noch ein bisschen. Nee. Ist schon orange. Komplementär zu blau. Und doch, da geht was. Da geht Farbe ab. Ja, wie schon gesagt. Mache ich jetzt halt auch Vlogs für meine Kanalmitglieder und das ist so eine ganz besondere Angelegenheit. Ich mache zum ersten Mal Videos ohne den Gedanken dahinter, wie performt das Video. Das ist sowas von entspannt, weil diese Videos in der Suche ja nicht auftauchen. Das ist ja nur für die Leute, die zahlen. Das ist so entspannt. Du kannst dir das nicht vorstellen. Das ist einfach sowas von easy. Verwirrt. Verwirrt. Ich habe mir den dunkleren Browser von Alterra geholt. Da habe ich ein bisschen zu viel erwischt. Man sieht sogar. Ich schmink mich zum ersten Mal, so wie das gerade hier abläuft. Ich weiß. So, die Schminkerei ist eine Sache, die fehlt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Ab und zu ist es okay. Aber ich tendiere ja eher dahin, das einfach gar nicht mehr zu machen. Weil, ja, man nimmt nicht erst ein Puderprodukt und dann nochmal ein Cremeprodukt. Das war jetzt echt ultra blöd von mir. So. Einfach kann jeder, ich mache es kompliziert. Mir tut es ja zum einen schon so ein bisschen leid, weil ich werde halt auch angeschrieben von den Leuten, die halt früher gerne die Vlogs angeguckt haben und vielleicht nicht gerade das Geld haben oder die Lust haben, jetzt eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Und ich habe ja auch versprochen, ich werde nichts verändern. Aber was das Thema Vlogs betrifft, die gibt es nur noch zweimal pro Woche bei mir auf dem Kanal. Häufiger nicht. Weil es ist halt einfach so, ich habe halt einfach im Moment keine Lust, mich beleidigen zu lassen. Und der Ton ist im Laufe der Zeit auf YouTube so heftig geworden, dass selbst größere Streamer sagen, ich lese meine Kommentare nicht durch. Ich lese meine Kommentare nicht durch, weil du wirst eh nur beleidigt. Und das ist tatsächlich so. Das ist leider tatsächlich so. Ich frage mich bei der ganzen Sache immer, sind die Leute so mega frustriert, dass sie das einfach nötig haben, Leute wahllos zu beleidigen. Und ich habe ja echt einige auch an Zuschauern, die genau wissen, wenn sie sich zeigen, dass sie halt von mir blockiert werden. Und dann wird sich halt in der Daumenfunktion wird sich dann ausgetobt. Ist mir inzwischen
egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum einen, weil ich halt in Vorproduktion bin meiner Videos. Das stört mich das absolut nicht, wenn ein Video mal 15 Daumen nach unten hat. Die Relation ist bei mir halt nicht so da, weil es gibt halt viele, die eben gar nicht reagieren. Ist okay, wie schon gesagt, mich stört es nicht mehr. Und vor allem, was ich ganz lustig finde, das habe ich vor kurzem auch veröffentlicht. YouTube hat im Januar einen Algorithmus rausgebracht, der es nicht mehr gestattet, dass du mit mehreren Konten bewertest. Weil ich habe ja schon so Spezialisten unter meinen Zuschauern, die dann mit mehreren Konten schlecht bewertet haben. Und das geht nicht mehr. Das geht leider nicht mehr. Siehst du im ersten Moment schon, ne? Also siehst dann schon 15 Daumen nach unten oder so. Aber dann siehst du irgendwie, entweder je nachdem, wie schnell der Algorithmus greift, entweder eine halbe Stunde oder einen halben Tag später, dass plötzlich die Daumen wieder weg sind. So. Das hatte ich dann mal, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche auf meinem Kanal veröffentlicht. Jemand, ja, es ist immer noch süß zu sehen, dass das Leute einfach nicht mitkriegen, dass so ein Vorhaben einfach gar nichts mehr bringt. Null. Weil einfach die Daumen halt abgezogen werden wieder. Also du kannst, wenn du ein Konto hast, du kannst nur noch mit einem Profil bewerten. Mehr geht nicht. Mach dir die Zeit nicht. Es ist schon mal richtig heftig, dass jemand mit vier, fünf Profilen meine Videos bewertet. Das ist aber auch bei anderen so. Die Zeit hätte ich gar nicht. Ganz ehrlich. Jetzt ist es doch noch einigermaßen geworden. Ich schminke mich einfach zu selten. Ich weiß, es steht mir, aber ich bin eher so der Typ, der gerne sich im Gesicht rumfasst, zumal ich einfach auch die Zeit morgens nicht haben will. Ich sage jetzt extra nicht haben will, weil ich bin ein ausgewachsener Morgenmuffel. Ich vollends zu. Für mich war Aufstehen schon immer eine Qual. Und deswegen bin ich morgens, wenn ich Termine habe oder so, meistens 2 Stunden vorher schon wach, damit ich meine Stunde Vorlaufzeit habe. Dann geht es einigermaßen. Schwarzen Kajal brauche ich auch wieder einen neuen. Also ich schmeiß alles, was älter ist, im Moment gerade weg. Weil das bringt halt echt nichts. So. Also den muss ich ersetzen. Ja, diese Entscheidung bezüglich Kanalmitgliedschaft, zum einen hat es mich halt schon gereizt. Die Funktion, wenn ich die schon zur Verfügung gestellt bekomme, dass ich sie auch nütze. Denn obwohl dieser Kanal hier besser läuft, und zwar viel besser und schon älter ist und mehr Abonnenten hat und alles, hat doch mein anderer Kanal die Kanalmitgliedschaft bekommen. Und das ist schon was Besonderes. Zum einen, wie gesagt, hat es mich schon gereizt. Zum anderen
Aber finde ich es halt dann schon auch traurig, wenn mir Leute dann auch schreiben und sagen, sie mochten die Vlogs echt gerne und sie würden gerne die Vlogs wieder zurückbekommen. Tut mir das dann schon auch so ein bisschen leid, aber man muss mich halt mit der Entscheidung auch so ein bisschen verstehen. Ich habe keine Lust mehr, mich beleidigen zu lassen. Absolut Und für mich, über mich sind eh schon so viele dumme Gerüchte im Netz, wo ich mir echt auch denke, so bloß weil ihr nur ein Teil von mir wisst, dichtet ihr den Rest dazu. Auch so Sachen von wegen, dieses Jobangebot, das würde es nicht geben. Ich hätte ja im April einen Job anfangen sollen, dann kam Corona, Morona. Es ist wichtig, dass ich das weiß und sonst kein anderer. Und das ist halt echt schade. Das ist halt wirklich schade. Also, es gab Zeiten, wo ich mich auf YouTube richtig wohlgefühlt habe. Inzwischen ist der Ton echt so rau geworden. Und klar, es liegt ja auch an der momentanen Situation. Das ist schon logisch. Aber es gibt keinem das Recht dazu, den falschen Ton anzuschlagen oder Leute anzu greifen oder diese ganze Entwicklung ist in eine Richtung gegangen, wo ich mir echt denke, so wow, wo sind wir hier, ne? Ja. Rouge machen wir keinen, das habe ich keine Lust drauf. Ja, wie man sieht, ich habe Trockenshampoo habe ich im Pony drin. Dann sieht der auch einigermaßen gut aus. Aber ich würde mir jetzt kein Trockenshampoo mehr auf den Rest des Kopfes geben, da mache ich es echt mit Heilerde, weil hier ist es halt echt wichtig vom Haaransatz her. Da sieht man es halt schon, ja, weil die Heilerde sich schon ein bisschen, wie sagt man, ablagert. Und wo das mit meinen Haaren hingehen soll, weiß ich nicht. Mal schauen. Ich werde euch davon berichten. Ich sag jetzt mal danke, dass ihr dabei wart und ja, ich melde mich ab. Tschüss, bis zum nächsten Video. Bye bye.